Mein Name ist Sven Schönherr, ich spiele bei der TuS Vorschhausen. Wir spielen Kreisoberliga. Und meine drei Top-Tore waren mit der Nummer 3 diese Saison im Spiel gegen die SVG Steinheim. Ein bisschen ein Zufallstor, aber sehr schön meiner Meinung nach. Von der Außenlinie ein, sagen wir mal, halb verunglückte Flanke ins lange Eck. Sah sehr gut aus, auch wenn es nicht ganz gewollt war, muss ich ehrlich zugeben, aber ein sehr schönes Tor. Dann die Nummer 2, schon etwas länger her, deswegen kann ich mich auch nicht mehr an den Gegner erinnern, aber es war mein erstes Tor und da wurde ich kurz vor Schluss nach vorne gestellt und habe aus großer Entfernung mit Vollspann in den Winkel geschossen. Wie gesagt, ein Highlight meiner Karriere erstmal und dann ein weiteres sehr schönes und auch wichtiges Tor diese Saison gegen die Spielvereinigung Seligenstadt. Aus dem Getümmel heraus ein Lupfer über Abwehr und Torwart zum, sagen wir mal, vorentscheidenden 3:1. Am Ende haben wir 4:2 gewonnen, also auch am Ende mit gutem Ausgang.